Am Dienstagvormittag raucht es immer noch. In der Nacht hatte die Lagerhalle im Bad Uracher Stadtteil Wittlingen in der Bachstraße in Vollbrand gestanden. Der Anwohner eines angrenzenden Wohngebäudes hatte gegen 1 Uhr nachts die Feuerwehr benachrichtigt. Die rückte mit einem Großaufgebot an. Am Vormittag waren die Einsatzkräfte immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt. In der Halle lagerten Solaranlagen und Lithium-Ionen-Akkus. Die Ursache des Brandes ist allerdings noch unklar. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.